Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Deutschland ist der Steuervollzug Aufgabe der Länder. Zum Steuervoll Warburg Bank gibt es deshalb seit 2,5 Jahren einen Untersuchungsausschuss dort, wo er hingehört, in Hamburg. Dort wurden alle relevanten Zeugen vernommen, alle Akten gesichtet, alle Fragen gestellt und beantwortet. Das Ergebnis nach diesen 2,5 Jahren ist eindeutig. An all diesen Unterstellungen, Herr Mittelberg, keine neuen Indizien, an all diesen Unterstellungen ist nichts dran. Es gab keine Verfehlungen der zuständigen Hamburger Behörden. Es gab keine politische Einflussnahme. Es gibt keinen finanziellen Schaden. Kein Steuergeld ist verloren gegangen. Auch wenn Ihnen das politisch überhaupt nicht schmeckt, nehmen Sie das zur Kenntnis, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dennoch will die CDU/CSU einen nahezu identischen Untersuchungsausschuss im Bundestag einrichten. Es ist offensichtlich, der CDU/CSU geht es nicht um Erkenntnisgewinn, sondern um reine Stimmungsmache gegen den Bundeskanzler Olaf Scholz. Beim intensiven Durchlesen Ihres Antrags stellt sich schon die Frage, was wollen Sie eigentlich wirklich Neues untersuchen? Da gibt es nämlich wenig bis gar nichts, auch in Ihren Antrag nicht, um es an drei Beispielen konkret zu machen. Die Union will vermeintlich klären, ob es eine politische Einflussnahme auf ein Steuerverfahren in Hamburg gab. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss in Hamburg hat sich damit intensiv beschäftigt und auch Antworten geliefert. Ich zitiere als Änderungsstütze für Sie aus dem Hamburger Abendblatt vom 18.06. schon 2021. Die frühere Leiterin des Hamburger Finanzamts für Großunternehmen hat im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Freitagabend betont, dass es keine politische Einflussnahme gab. Wen und was wollen Sie dazu eigentlich noch fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Beispiel 2. Sie wollen vermeintlich wissen, wer Verantwortung trägt, so schreiben Sie es, für etwaige politische Entscheidungen mit erheblichem finanziellen Schaden. Alleine, es gab und gibt keinen finanziellen Schaden. Das wissen Sie auch ganz genau. Es gab auch nie die Gefahr einer Verjährung. Auch die gab es nicht. Es gab im Hamburger Finanzamt die Frage, inwieweit die Rückforderung der Warburg Bank 2016 rechtlich durchsetzbar ist. Und um diese Entscheidung, die Gelder vorerst nicht zurückzufordern. Der damalige Staatsanwalt in Köln, der die Ermittlungen gegen die Warburg Bank führte, war über diese Vorgänge informiert und betonte im Hamburger Untersuchungsausschuss, er sei mit der Entscheidung der Hamburger Finanzbehörden, Zitat, absolut d'accord gewesen. Nach der juristischen Klärung durch das Landgericht Bonn im März 2020 hat die Hamburger Steuerverwaltung auch die Gelder sofort zurückgefordert, sogar mit finanziellem Gewinn, weil es entsprechende Verzugszinsen sogar noch gab. Es ist alles schon bekannt, es ist alles schon auch in den Zeitungen. Wen oder was wollen Sie auch hierzu überhaupt noch fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Und zuletzt Beispiel 3. Sie wollen wissen, ob es vermeintliche Widersprüche in den Aussagen von Olaf Scholz gab. Also hierzu, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren in der letzten Woche am Freitag 12 Bundestagsabgeordnete im Hamburger Untersuchungsausschuss. Die SZ vom 14. April 2023 schreibt, die Befragung zur Befragung erstreckt sich an diesem Freitag über mehrere Stunden. Die Eindrücke der Zeugen decken sich in wesentlichen Punkten. Scholz habe im Finanzausschuss betont, dass zum Fall alles bekannt sei. Über die Berichterstattung hinaus könne er keine Auskunft geben. Auch die Generalstaatsanwaltschaft sieht keinen Anfangsverdacht wegen vermeintlicher Falschaussage von Olaf Scholz. Ergo auch hier nichts. Kein Widerspruch. Wen oder was wollen Sie hier eigentlich noch fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Es könnten noch weitere solcher in Fragen gekleideter Unterstellungen aus Ihrem Antrag aufgezählt werden, die längst aufgeklärt und widerlegt sind. Übrigens zu der Frage, Herr Mittelberg, ob es Ihnen tatsächlich um Erkenntnisgewinn geht. Es gab 2020
Drei Sitzungen des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages, in denen Olaf Scholz genau zu dem Thema Rede und Antwort stand. Herr Hauer, Sie gerieren sich hier als Chefaufklärer. Damals hatten Sie die große Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und was war? In der Sitzung am 3.4., Herr Hauer, haben Sie keine einzige Frage gestellt. In der Sitzung am 1.7. haben Sie keine einzige Frage gestellt. Und am 9.9., Herr Hauer, sagen Sie selber, haben Sie keine einzige Frage gestellt. Ihr Interesse an dem Thema, und das ist Ihre Kollegin, war sehr begrenzt, bis dann Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD ausgerufen wurde. Und dann wurde das für Sie ein Thema, ein politisches Thema. Und seitdem wiederholen Sie falsche, längst widerlegte Unterstellungen, um Stimmung zu machen. Damals gegen den Kanzlerkandidaten der SPD, jetzt gegen den Bundeskanzler. Und es wird Ihnen wieder nicht gelingen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und noch zu einer letzten relevanten Frage. Das Instrument Untersuchungsausschuss ist ein wichtiges Element der parlamentarischen Kontrolle der Bundesregierung und ein wichtiges Minderheitenrecht der Opposition. Es ist daher übrigens wenig geeignet für politische Instrumentalisierung und Klamauk. Dieses Recht auf Untersuchung hat jedoch auch seine verfassungsrechtlichen Grenzen. Wenn sich, wie in Ihrem Antrag, überwiegende Teile des Untersuchungsauftrags auf das Handeln der Freien und Hansestadt Hamburg beziehen, dann drängt sich geradezu die Frage auf, inwieweit Teile Ihres Untersuchungsauftrags und die Fragen von unserer Verfassung überhaupt noch gedeckt sind. Denn die Regierungs- und Verwaltungskontrolle des Parlaments, ein wichtiges Recht, wie zum Beispiel der Untersuchungsausschuss, hat das Verhalten der eigenen Exekutive zum Gegenstand. Der Bundestag kontrolliert die Bundesregierung. Die Regierungen der anderen Gebietskörperschaft unterliegen der Kontrolle ihrer Parlamente. So wurde das übrigens auch bei der Einsetzung des Cum-Ex-Untersuchungsausschusses 2016 von CDU, CSU und SPD gemeinsam auch genauso formuliert. Ich mache es Ihnen mal griffiger. Die Maskendeal-Affäre des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wird deshalb nicht im Deutschen Bundestag, sondern im Bayerischen Landtag aufgeklärt. Da gibt es übrigens mehr zu untersuchen und zu holen als hier. Es lässt sich also abschließend sagen, inwieweit die Ausweitung des Untersuchungsverfahrens auf rein Hamburger Angelegenheit einen verfassungsrechtlichen Eingriff in deren staatliche Hoheit bedeutet, scheint mir die allererste Frage zu sein, die der Geschäftsordnungsausschuss, dem wir heute den Antrag der CDU-CSU überweisen, wird klären müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Allen weiteren Schritten sehen wir gelassen und mit großem Vertrauen entgegen. Vielen Dank.